Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. So, wir müssen zu Gina. Dann würde ich sagen, achso, ich muss ja hier heute Abend noch den Sonnenuntergang. Zurück zu Aina. Es scheint, als ob jemand mit mir reden würde, wie verwirrend. Ich habe deine Bitte erfüllt. Hast du das Einssein erfahren? Ich fand sie im Gespräch mit Leuten. Ich habe sie gefunden, als ich deinen Ausguck bewunderte. Machen wir das. Wir haben ein gemeinsames Einssein. Wie schön. Bitte nimm zur Feier unseres gemeinsamen Einsseins diese Fische, die ich gefangen habe. Falls dir keine Namen für sie einfallen, wie wäre es dann mit Jill? Okay, wir plaudern noch mit einem. Mir gefällt, dass du nicht immer deinen Mund bewegen musst. Manchmal ist es schöner, einfach da zu sitzen und in Stille nach dem Einssein zu suchen. Es freut mich, dass wir diese Eigenschaft teilen. Okay. Kann ich hier eigentlich rezeptschwache Angelrutenbooster? Könnten wir mal noch kaufen. Rezept Anglerbräu. Einer Schwert drauf. Vergrößerung der Schutzzone für die Fischerei. Kaufen wir mal. Das kann ich noch nicht. Angeln auf Stufe nötig. Was immer Stufe ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Gina, ne? Oh ne, das ist nicht Gina, das ist... Gina hat erwähnt, okay. Würdiger, das müssen wir auch noch machen, aber dazu brauche ich noch mehr von diesen Brettern. My Market. Besuche den My Market, solange er geöffnet ist. Das hängen wir mal mit an. Öffne die Tür. Backwettbewerb, das müssen wir auch noch machen. Papierflugzeuge, da brauchen wir wieder Strömungsbretter. Aber 10 habe ich, glaube ich. Aber Seide fehlt mir noch. Da weiß ich noch nicht, wo ich die herkriege. Decke Rees Geheimnis auf. Und da müssen wir eine Kartoffelknöpfe und Stoff. My Market müsste jetzt doch eröffnet haben. Moment, da muss ich da lang. Ne, wir haben 8 Uhr. Doch, 8 Uhr. Abend. Okay, Abend passt. Da müssen wir hin. Oh, da muss ich... Esche müssen wir nochmal irgendwann reden. Das können wir noch mitnehmen. Nein. So, mitnehmen schadet nämlich nie. Außer man hat das Inventar voll, dann schadet es natürlich. Nehmen wir auch noch mit. So, dann gehen wir zum My Market. Der ist jetzt auch wieder, ja, seit dem letzten Update. Vorletzten Update ist er aktiv. Dann gehen wir da mal hin. 18 bis 3 Uhr. Da sind wir noch gut in der Zeit. So, mal gucken, was es da wieder zu tun gibt. Strich mit 6 Dorfbewohnern, die die Stände betreiben. Okay, das kriegen wir auch hin. Hey Kenyatta. Willkommen in der Chapa-Hütte, dem besten Ort für Chapa-Chomper. Darf es sein? Blinzel zweimal, was machst du hier? Leiden. Mein Papa hat mich regelrecht angefleht, ihm bei diesem blöden Wagen zu helfen, also bin ich hier.
Als Mutter die Idee für diesen Markt hatte, ist Papa vor Aufregung fast umgefallen. Er hat schon seit Wochen von diesem Stand gesprochen. Warum leitet er es nicht selbst? Willst du mich verarschen? Hast du meinen Papa kennengelernt? Ich schätze, ich werde für den Rest meines Lebens jeden Monat 7-mal vor Langeweile sterben. Danke fürs Vorbeischauen, Carla. Wenn du bald wiederkommst und plauderst, überlebe ich vielleicht ein bisschen länger. Hier, nimm diese Ungeheuerlichkeit als Dankeschön fürs Plaudern. Ich schwöre, es ist nicht so geschmolzen, sie sehen einfach alle so aus. Plaudern wir noch mit ihr. Ist es nicht schön, draußen zu sein? Findest du nicht auch? Manchmal vergesse ich, wie interessant die Welt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da drüben ein ziemlich krasser Käfer gesehen habe. Hyena. So. Kuchen, Eis und alle Art von süßen Leckereien, genau hier bei Deja Desserts. Hallo Schätzchen, möchtest du eine kostenlose Probe? Gerade heute frisch gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie Nein zu kostenlosen Essen gesagt. Das ist die richtige Einstellung. Du würdest mir das Herz brechen, wenn du das tätest. Wenn ihr mehr wollt, sorge ich dafür, dass dir den Stand immer frisch gefüllt ist. Weißt du, dem Markt beizutreten war eigentlich Aonis Idee, wenn du das glauben kannst. Er hat gemerkt, wie gestresst wir waren, um über die Runden zu kommen. Er hat uns sogar bei der Zubereitung der Zutaten zu Hause geholfen. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um solche perfekte Jungs zu verdienen, aber ich werde einen geschenkten Riffrock nicht ins Maul schauen. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem restlichen Markt. Ich sollte besser noch mehr Sirup besorgen. Die Dinger fliegen aus den Regalen. Hi, Seki. Hey, Kumpel. Du hast die Nase voll von all den anderen Ständen und wolltest mal sehen, wo es wirklich was zu holen gibt? Ich kann es dir nicht verdenken. Seki hat immer das Beste. Warum probierst du es nicht aus? Vielleicht kann ich dir einen Deal vorschlagen. Was? Keine kostenlosen Proben? Was verkaufst du denn? Alles möglich. Ich habe hier die Kasse für Taikai und Tapeten, aber ich habe auch diese kleinen Klauenmaschinen in der Ecke aufgestellt. Sieh sie dir doch mal an. Du kannst die Token dafür bekommen, indem du auf dem Markt einkaufst und Tickets ausgibst. Und als Dankeschön fürs Vorbeischauen gibt es sogar eine Gratisprobe. Hier, mit meinen eigenen Pfoten gemacht. So wie meine Mutter es gemacht hat, als ich noch ein kleines Kätzchen war. Hast du schon die Gelegenheit, dir eine dieser Tokens für die Klauenmaschine zu holen? Ich bin ziemlich stolz auf dieses Ding. Ich habe es selbst gebaut. Du kannst sogar programmieren, wie oft du die Kapseln absichtlich loslässt. Natürlich habe ich beschlossen, großzügig zu sein und die Einstellung für den Markt abzuschalten. Gern geschehen, Kumpel. Und das sind diese Clown-Maschinen, ne? Mir fehlen Tokens. Dann reden wir mal mit den anderen. 3 von 6. What's up? Hey, kommst du mit dir meinen Stand anzusehen oder mich? Es ist okay, wenn die Antwort beides ist. Das höre ich oft. Was verkaufst du denn? Ach, weißt du, alle möglichen Dinge. Naja, wenn du mit alles Mögliche hauptsächlich Essbares meinst. Ich würde allerdings nicht empfehlen, den Korb zu essen. Und die Laterne sieht essbar aus. Ist es aber definitiv nicht. Vertrau mir. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich gerade muten. So, hier nimm eine kostenlose Probe. Nachdem du sie gekostet hast, wirst du zu mir zurückkommen und mehr davon wollen. Und ich muss sagen, 150 Tickets bitte. Genieße den Rest des Abends. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast, Carla. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich jetzt keine Fritteuse. Dann hätte ich nie Corn Dogs oder frittierte Peki verkaufen können. Und das sind ziemlich meine beliebtesten Produkte. Ganz frisch, heiß und fettig aus der Fritteuse. Greif zu, bevor alles weg ist. Wo haben wir hier denn noch? Da hinten sind noch 2. What? Carla, brauchst du was? Ich schaue mir die Stände an. Ach, ist das so? Dann schau dir doch mal unser Lager an. Naomi hat fleißig an ihnen gearbeitet. Hier, nimm einen Feuerwerkskörper für das Haus, aber sag Naomi, wie sehr du sie magst. Hier, es ist laut hier draußen. Da hilft auch nicht, dass die Leute alle 5 Sekunden ein Feuerwerk zünden. Aber es ist auch so hübsch. Ich dachte ich auch, bis die Leute anfingen, sie links und rechts in die Luft zu jagen. Jetzt habe ich nur noch diese fiesen Kopfschmerzen. So. Ah, hallo. Mein Papa kümmert sich um die Kasse, also wenn du was kaufen willst. Was machst du dann hier? Hast du irgendwelche besonderen Vorräte? Was? Nein. Ich meine, jedenfalls nicht in den Regalen. Papa würde wütend werden. Wie auch immer, du kannst dir den Bestand an der Kasse ansehen. Ich gehe besser zurück zum Auffüllen der Vorräte.
Manchmal bin ich echt erstaunt darüber, wie du immer so positiv sein kannst. Meine Anwesenheit muss sich für dich ja richtig komisch anfühlen. Ich zieh dich sicher total runter. Bye. Bye. So, stell Makronen her. Können wir hier diese Tokens kaufen? Marie Marktkorb. Tickets 700 haben wir. Angelehnte. Das Einzige, was noch besser ist als Kuchen. Verbrauchbar. Die geben aber richtig gut Fokus. Dafür brauche ich diese komischen Tokens. Gib die Tickets an einem beliebigen Stand auf dem Markt aus, um die Chance auf eine Krallenmaschine. Ah, okay, wenn ich die Tickets ausgebe, kriege ich die Tokens. Je mehr du für einen Gegenstand ausgibst, desto höher ist deine Chance. Bei Gegenständen, die 6000 Tickets oder mehr kosten, bekommst du garantiert einen Token. Okay. Oh je, oh je, oh je. Willst eure Lordschaft? Wohin bist du denn abgehauen? Oh, Carla, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich kann meinen geliebten Herrn Enki nirgends finden. Er muss sich erschrocken haben und weggelaufen sein. Kannst du schnell mit mir nach ihm suchen? Er ist ungefähr so groß und hat einen bezaubernden kleinen Hut auf. Ich werde die Stände überprüfen. Ja, wenn du unten bei den Docks schaust. Hast du schon die Gelegenheit, Pop Egg Chopper auszuprobieren? Das ist ein neues Spiel, das ich mit Jekis Hilfe entwickelt habe. Der Name ist ein bisschen grausam, aber ich versichere dir, dass bei der Herstellung dieser Ballons keine echten Choppers zu Schaden gekommen sind. Hassian äußerte sich besorgt über die Auswirkungen auf die Umwelt, wenn wir sie über den See abwerfen, aber ich kann ihm und dir versichern, dass sie vollkommen biologisch abbaubar sind. In nur 20 bis 30 Jahren wird nichts mehr von ihnen übrig sein. Nur 20 bis 30 Jahre, ja. So, dann besorgen wir uns mal was zu futtern. Corn Dogs. Kaufen. Kaufen. Ich habe gar nicht so groß Platz, ne? Dann nehmen wir nochmal Peking Wings und nochmal ein Korn Dings. So. Ja, ja, ist voll, ich weiß. Token haben wir, glaube ich, keines gekriegt. Nee. Schade. Was gibt's hier? Ah, Stofftiere. Ah, jetzt können wir hier wieder Chappas fangen. Vielleicht. Wow, wie schnell sind die denn? So, Halleluja, ich hab mal einen. Ich hab einen. Ach, hier kriegen wir die My Market Tickets dann, okay. Mit 5 komme ich nicht weit. Mhm.
Wo sind sie denn? So, dann haben wir drei. Nummer vier. Nummer 5. Oh, und Nummer 6. Sehr schön. Sieben. Minütchen haben wir noch. So. Da haben wir noch so einen Schlawiner. Meiner. Damit hätten wir 8. Sehr schön. Wo bleibt Nummer 9? Da nicht. Da ist Nummer 9. War jetzt aber absolute Glückssache, dass er just direkt vor mir gespawnt ist. So. Oh, schade. Aber wir haben ein paar... Oh, 400. Cool. Haben ordentlich Tickets gekriegt. Jetzt muss ich aber gerade mal im Inventar gucken. Das Moos könnte ich wegtun. Öffnen. Was haben wir denn da gekriegt? Kleines provisorisches Pflanzgefäß. Den Smaragd werfe ich natürlich nicht weg. Die Steine könnte ich noch entsorgen. So, das hätten wir. Was haben wir da? Also, das können wir auch nochmal essen. Gibt aber 200 Fokuspunkte. Die brauche ich aktuell noch nicht. Wir haben hier Neuigkeiten, sehe ich gerade. Geschenk für dich. Oh, das müssen wir später abholen. So, bei dir kann ich Essen kaufen, ne? Könnte ich Essen? Achso, die könnte ich aber kaufen. Ein My Market Wandschirm. So, 80 Tickets haben wir noch. Mach Platz in deiner Tasche, ja. Okay, dann nicht. Dann würde ich sagen, dann gucken wir, dass wir heimkommen. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt? Haben wir da hinten. Ist Tisch eigentlich hier? Gina ist hier, mit der können wir auch nochmal reden. Hey, wie geht's? Ah, normalerweise ist Essen das Letzte, woran ich denke. Aber hier, ich möchte tatsächlich was Neues ausprobieren. Was denkst du, was ich wählen sollte? Taiyaki. Ich habe mir vorhin angeschaut. Normalerweise esse ich keine Dinge mit Gesichtern, die ich sehen kann. Aber Taiyaki scheint eine offensichtliche Ausnahme zu sein. So, dann gehen wir mal zum Schnellreisepunkt. Da ist noch eine Aufgabe. Hi.
Du bist doch erwachsen, oder? Und Erwachsene dürfen mit Sprengstoff umgehen, ohne dass jemand sauer auf sie ist. Also, ich habe an einem neuen Prototyp für ein Feuerwerk gearbeitet. Meinst du, du möchtest ihn für mich ausprobieren? Ich verspreche, dass es sicher ist, solange du es richtig handhabst. Der beste Ort zum Testen wäre oben auf dem Hügel. Bist du sicher, dass es klappt? Warum nicht? Puh, danke. Achso, ich muss ja den Typen noch, das Tierchen da noch suchen, ne? Fällt mir gerade ein. Aufgabe. Gegenstände beschaffen. Geheimnisse, verbreite Neuigkeiten, öffne die Tür. Das müssen wir ja noch machen. Den lassen wir gerade mal weg. Und das lassen wir auch gerade mal weg und machen dafür das hier. Nein. Wow. Ich kann es einfach nicht. So. Wo ist denn der? Hier unten sollte ich gucken. Finde First Angry Fluffykins. Und ich soll das komische Feuerwerk anzünden. Da ist der Fluffykins. Kiste. Inventar ist voll. Mach mal den Pilz raus. Essen wir. Fisch. Knurriger Koi. 100. Smaragdgrünes. 23 Gold. 30 Gold. Das werfen wir mal weg. Und das werfen wir auch mal, oder es ist plündern. So. Jetzt haben wir zumindest wieder ein bisschen Inventar. Bringen seine Lordschaft zu Kenley zurück. Wo ist Kenley denn? Was hast du noch? Könntest du vielleicht noch etwas mehr Knoblauch vertragen oder Salz oder beides? Auf jeden Fall beides. Oh, hey Carla, hey, ich mach's doch nicht. Es macht dir doch nichts aus, deinem Lieblingsausgestoßenen einen Gefallenen zu tun, oder? Kannst du mir etwas von meinem Stein kaufen und mir sagen, wie es schmeckt? Ich schwöre, ich bin nicht unsicher oder ich breche langsam unter dem Druck der Höhen und Tiefen des Dienstleistungsbranche zusammen. Es würde mir nur wirklich helfen, eine zweite Meinung zu hören. Mann, diese Chappas sind echt flinke kleine Tierchen. Sie sind sogar noch schneller, wenn sie die Hüte aufhaben. Du glaubst ja nicht, dass sie etwas darunter verstecken, oder? Natürlich hat niemand anderen. Ist definitiv ein Mini-Chappa-Pilot drunter, habe ich auch gesagt. Da ist ein kleines Kerlchen drunter, das ihnen sagt, wohin sie gehen und wie schnell sie rennen sollen. Ich wette, wenn ich mir einen dieser Hüte zulege, kann ich die zehnfache Menge an Salatsuppe in der Hälfte der Zeit zubereiten. So, damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.